Glück auf, Scheiß aus dem Schacht, und willkommen zu einem weiteren Video von Blacky und seiner besseren Hälfte Sammy. Woo! Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht tot umgefallen oder vom Stuhl gefallen oder so. Das hat nur super gepasst, weil meine Freundin hatte gerade im Fernsehen die Werbung von Zalando gesehen und da schreit der Typ ja auch so rum und hat sie gesagt, das wäre so ähnlich gewesen wie ich, wo ich meine 300 Abonnenten bekommen habe. Und da haben wir das jetzt einfach mal so genommen als Einleitung. Wie ihr wisst, will ich jetzt das Abo-Special mit meiner Freundin zusammen machen. Und wir werden einige Fragen beantworten, die ihr mir gestellt habt. Und wir freuen uns auf jeden Fall riesig schon mal drauf. Und kommen auch gleich zur ersten Frage. Und zwar ist die erste Frage, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Und ich denke, das beantwortet meine Freundin, weil ich kann mir den Jahrestag noch nicht mal richtig merken. Ja, wie haben wir uns kennengelernt? Also wir sind in der Disco öfters mal übereinander gestolpert oder aneinander vorbeigestolpert eher. Und ohne einen Kollege von ihm wäre es gar nicht dazu gekommen, dass überhaupt mal die Nummern ausgetauscht wurden. Ja, mehrmalige Treffen, mehrmalige Dates. Und irgendwann haben wir entschieden, wow, wir sind uns sympathisch, die Chemie stimmt zwischen uns beiden. Und seitdem sind wir zusammen und das sind jetzt 2 Jahre und ein paar gequetschte Monate. Und seitdem sind wir glücklich liiert mit Hoch und Tiefs und ja. Ja, sie hat aber jetzt meinen geilen Gangster-Move vergessen, den ich gemacht habe. Und zwar, wo wir uns das erste Mal in der Disco gesehen haben, sind wir aneinander vorbeigelaufen. Ich habe mich umgedreht und zufälligerweise hat sie sich auch umgedreht. Dann habe ich so auf ihr gezeigt und habe mit dem Auge gezwinkert, also so richtig Bad Boy-Style. Und das kam bestimmt richtig gut an. Meine Freundin hat gesagt, Mau, ist der bescheuert. Und als der Typ kam für die Nummer, sagte, also ich würde die falsche Nummer rausgeben, ey. Ja. Habe ich anscheinend richtig Glück gehabt. Gut, kommen wir mal zur zweiten Frage und zwar geht die an meine Freundin. Was sie gedacht hat, als ich mit der Idee ankam, bei YouTube was zu machen, beziehungsweise wie sie das jetzt findet. Oh je, ich erinnere mich ganz gut an den Tag. Ich dachte, jetzt sind alle gute Geister aus ihm rausgefahren. Er dreht völlig frei, aber im Nachhinein finde ich es eigentlich recht klasse und schaue auch, dass ich ihn großartig unterstütze und mich so weit wie möglich entfernt halte, wenn er irgendwelche Videos für euch darstellt und macht und coache so ein bisschen. Ja, hättest jetzt auch was Falsches gesagt, hättest heute Abend eine Schlägerei gegeben. Und du wärst mit dem blauen Auge davon gekommen. Ja, ja. So, die dritte Frage heißt, unterstützt du Black Imus? Also die Frage war dann sozusagen an meine Freundin gerichtet. Ja, unterstützen in der Hinsicht. Ich gucke halt, dass ich mich so weit wie möglich entfernt halte, habe ich ja eben auch schon gesagt. Ich gebe ihm Tipps und Ratschläge, ich helfe ihm bei den Texten zu verfassen. Ab und an bringe ich ihm mal ein paar Spiele mit, dass ich meine Ruhe habe auf der Couch. Und ja, ich denke, das reicht eigentlich. Ja, das war eigentlich ganz lustig und zwar gab es ja gerade im Mediamarkt das Angebot, dass man sich 3 Spiele raussuchen kann und da ich ja, wie ihr wisst, nur Black Ops 2 hatte, hat sie mir da MW3, MW2 und Black Ops 1 mitgebracht und hat es mir einfach geschenkt und das fand ich total süß von ihr. Hat mich auf jeden Fall richtig gefreut und dann hatte ich auch was zum Zocken, so dass ich dann jetzt in der Zukunft euch ab und zu auch mal andere Gameplays präsentieren kann, muss mich aber erstmal einspielen. Die nächste Frage geht wieder an meine Freundin und zwar wird da gefragt, wie sie mit der Sucht, also mit der vielen Zockerei von mir klarkommt. Also ich sehe das eigentlich sehr positiv, denn ich habe wirklich viel Zeit für meine Hobbys und auch für zum Chillen nach der Arbeit und so und von daher... Sucht würde ich es jetzt nicht nennen, es ist noch therapierbar, wenn man das so sieht, aber ich habe da kein Problem damit. Habe ich ja nochmal Glück gehabt, dass ich da so viel Zeit investieren kann und bin auch eigentlich ziemlich froh drüber, dass er das so geduldet hat oder beziehungsweise immer noch so duldet und ja, da kann ich halt einfach mein Hobby ein bisschen nachgehen und wie gesagt, sie liest dann halt viel und ja, das passt eigentlich ziemlich gut. Kommen wir mal zur fünften Frage und zwar lautet die, ob wir beide Kinder haben wollen. Und ich muss dazu sagen, ich werde auf jeden Fall viele kleine Blackies haben, dass ich meine eigene Fußballmannschaft aufmachen kann, nämlich den ersten FC Rübernübernei in die Boch. Was? Also wenn sie meine gute Gene abkriegen, dann wäre ich ab für mindestens 2 Kinder, aber das reicht glaube ich nicht für einen Fußballverein. Echt nicht. Ja, wir haben ja noch ein bisschen so Zeit. So viele Blackies, oh mein Gott, da wäre ich wahnsinnig. Gut. Die 6. Frage, die fand ich, weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber ziemlich komisch. Und zwar wurde die Frage gestellt, ob wir Intimpiercings haben. Und ich muss dazu sagen, dass an mir kein Blech oder irgendwelches Metall kommen wird. Ja, im Gegensatz zu mir, ich habe viel Piercings, aber die Intimpiercings, wie ihr wissen wollt, habe ich nicht. Ich habe auch Tattoos, aber Blech in dem Intimbereich, finde ich, gehört da nicht hin. Gut, kommen wir zur 7. Frage. Und zwar...
Willst du einen eigenen YouTube-Kanal mal aufmachen? Also ich habe einen eigenen YouTube-Kanal, den pflege ich aber nicht so wie Blacky. Es sind auch nur 3 Videos drauf und von daher habe ich den jetzt zurzeit mal stillgelegt. Und naja, so meins und so, auch die Zeit dazu habe ich gar nicht. Ja, die nächste Frage, die war eigentlich so klar, dass die kommt. Und zwar ist die auch an meine Freundin gerichtet. Und zwar wird gefragt, wie sollte man Frauen beeindrucken? Und wenn ich euch das jetzt beschreiben würde, das wäre halt so der übliche Macho-Spruch oder keine Ahnung. Deshalb soll es ja am besten, dass man selber erklären, wie man das macht. Oh je. Also ich glaube, dafür gibt es gar kein richtiges oder richtig oder falsch. Es kommt immer auf die Frau an, was sie gut findet und was sie schlecht findet. Also ich persönlich fand die offene und ehrliche Art von Blacky so cool, als er mich angesprochen hat. Und ich fand es auch süß, dass ein Freund kam. Und ich denke einfach, das kommt auf die Frau an. Also da gibt es kein bestimmtes Mittel und auch gar keine Hilfsmittel dafür. Da muss man einfach sich selbst sein und dann klappt das auch. Ja, wie ich immer so schön sag, einfach geschmeidig, locker flockig von der Hüfte und dann läuft die ganze Sache. Dann flutscht. Genau, dann flutscht es besser. Ja, die nächste Frage lautet, wann kommt das nächste Gameplay mit einem Song von Sammy? Dazu muss ich sagen, die Vertragsverhandlungen scheitern schon an dem, was ich als Entgelt erhalten soll. Und von daher wird das eine sehr teure Sache und Blacky ist nicht bereit, mich dafür finanziell zu entgelten und daher scheitert es schon. Nein, kann euch beruhigen. Wir haben schon ein Lied rausgesucht, das wird demnächst dann auch auf meinem Kanal erscheinen. Und wir werden das auf jeden Fall öfters machen, weil wir haben da einige Lieder und wie gesagt, das kam ziemlich... Ja, du. Und es kam halt ziemlich gut bei euch an, deshalb werden wir das auf jeden Fall weiter fortsetzen. Ich muss bloß mal gucken, ob ich da weiter Gameplays hinterlege oder ob wir vielleicht auch mal was anderes machen. Wie gesagt, muss ich mal sehen, was uns da noch so einfällt. Die nächste Frage lautet, Zukunftspläne auf YouTube und geplante Spiele. Also ich muss dazu sagen, ich habe mir eigentlich überhaupt nicht so den Plan zurechtgelegt, was ich halt mal noch machen will, beziehungsweise wie es weitergehen soll. Also ich wäre für Zumba. Ja, Zumba. Nee, okay, Zumba. Es soll auf jeden Fall weiter solche Spiele wie Call of Duty kommen. Vor allen Dingen dann ab dem 22.11. Call of Duty Ghost auf der Xbox One, die ich mir ja vorbestellt habe. Beziehungsweise meine Freundin mir vorbestellt hat. Und ja, was ich sonst noch mache, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Wie gesagt, ich hätte auch nie gedacht, dass mein Kanal so gut läuft. Und es wird auf jeden Fall weiter so sein wie jetzt halt, dass ich so Lieder mit Songs von meiner Freundin bringe, Commentaries, Live-Commentaries, Montagen. Wie gesagt, ich habe jetzt einige Anfragen an Editoren geschickt, die mich vielleicht da ein bisschen unterstützen. Und es wird demnächst dann auch ein YouTube-Channel von unserem Clan kommen, wo man dann halt auch ein bisschen Zeit investieren muss. Aber ich werde auf jeden Fall weiter aktiv und viele Videos für euch machen und hoffe, dass es halt euch weiter gefällt. Und wie gesagt, das Beste ist halt immer, wenn ihr fleißig bewertet und kommentiert, dann weiß ich, was euch gefällt und was ich vielleicht ändern könnte, beziehungsweise was ihr halt mal sehen wollt. Die nächste Frage, also wir sind schon bei der 10. Frage, die lautet, Zukunft in unserem Leben. Also ich muss sagen, ich bin ja nicht so zukunftsorientiert. Ich lebe halt so in den nächsten Tag irgendwie rein und schaue, dass ich immer das Beste draus machen kann. Was auf jeden Fall feststeht, dass ich halt gern eine Familie weiter gründen will, also mit Kindern, Haus bauen und Baumpflanzen etc., was halt alles dazugehört. Und ja, ansonsten, wie gesagt, dass es halt beruflich immer gut weitergeht, sind halt so die Standardaussagen, ich weiß schon, aber was soll ich da drauf anders antworten? Auf jeden Fall auch weiter mit YouTube machen und hoffen, dass es auf jeden Fall so krass weiterläuft wie jetzt. Ja, also ich habe auch keine Zukunftspläne in weiter Hinsicht. Ich bin auch so jemand, der in den Tag hineinlebt und alles so nimmt, wie es kommt. Und von daher Kinder ja, Haus ja und der Rest, den sehen wir dann einfach, wenn es soweit ist. Die nächste Frage lautet Clan-Zukunft, also was ich mir mal drunter vorstelle, wo ich hin will oder was ich machen will oder vielleicht mit meinem eigenen Clan. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt noch kein Video veröffentlicht, was aber auf jeden Fall noch kommen wird. Wir haben halt unseren eigenen Clan und wie das genau aussehen soll in der Zukunft, sage ich jetzt nichts dazu, weil das soll, ja, Überraschung jetzt vielleicht nicht, aber das werde ich dann von anderen Personen erfahren und deshalb möchte ich mich jetzt nicht so krass dazu äußern. Auf jeden Fall will ich weiterhin viel Spaß mit den Leuten haben und das ist auf jeden Fall immer wieder richtig geil. Die nächste Frage ist dann, ob ich irgendwann mal einen Livestream auf Twitch machen werde und kann ich definitiv sagen, ja, werde ich. Wann genau, weiß ich noch nicht, weil wie gesagt, ich finde es jetzt nicht so toll, wenn man jetzt nicht so eine große
Ansprechpublikum oder Ansprechpartner hat oder weiß was ich, also Leute, die halt zuschauen, weil wenn ich jetzt ein Live-Gameplay mache, was ich auf Twitch, also ein Livestream, was ich auf Twitch mache und dann nur 2-3 Leute zuschaue, finde ich das halt ein bisschen sinnlos. Deshalb gucke ich einfach mal, wie es halt weiterläuft mit dem Channel bei mir, wenn es weiter so gut läuft mit den Abonnenten etc., werde ich das auf jeden Fall mal gegen Weihnachten oder sowas ausprobieren. Aber wie gesagt, wenn halt nicht so viele Leute da interessiert dran sind, beziehungsweise dann halt auch zuschauen, dann ist es natürlich für mich irgendwo blöd. Die nächste Frage fand ich auch ziemlich interessant, habe ich meine Freundin auch selber schon mal gestellt. Und zwar wird da gefragt, ob mal ein Live-Gameplay von Sammy kommt und ob ich das dann hochlade. Also wir haben schon ein Spendenkonto eröffnet, da nach 10 Sekunden wahrscheinlich schon der Controller in die Fernsehkonsole, in den Fernseher oder sonst irgendwie reinfließt. Ich habe da keine so große Geduld, aber eventuell, wenn ich mal Zeit habe und mich ganz doll konzentrieren kann, wird natürlich sowas auch mal stattfinden und ich mache mich gern lächerlich für euch, echt. Ja, finde ich auf jeden Fall gut. Wie gesagt, bin ich auch richtig gespannt drauf. Ich nehme mal an, meine Freundin ist dann so der übelste Freak, der immer gleich ausrastet und alle Leute beschimpft mit Noob und Wichser und ich reiße die Eier raus. Wie oder beim sonst Autofahren. Ja, genau, wie beim Autofahren. Selber so teilweise kleine Fehler machen, wo ich mir mal einen Kopf greifen muss. Wo ich mir einen Kopf greifen muss und dann sich immer über andere Autofahrer aufregen. Naja, wie die Frauen halt so sind. Dann wurde mir die Frage gestellt, ob ich gern diskutiere. Und ich muss dazu sagen, ich diskutiere wirklich sehr gerne. Vor allen Dingen, wenn ich mit Leuten diskutiere, die halt nicht wirklich Ahnung haben über das, was sie erzählen. Mit dem ich die letzte Diskussion hatte, beziehungsweise der auch die Frage gestellt hat, dass ich bestimmt jetzt einen Ast lachen wird, der weiß ganz genau, dass ich gern diskutiere. Und es ist dann auch so geendet, dass er einfach aus der Party gegangen ist, weil er keinen Bock mehr drauf hat. Also wenn mir was tierisch gegen den Strich geht, kann ich auf jeden Fall richtig lange und gut diskutieren und ja, ich bin da auch nicht so schnell klein zu kriegen, würde ich mal sagen. Ja, gegen mich hast du ja eh keine Chance, daher versuch's erst gar nicht. Ja, wie gesagt, was will man auch gegen eine Frau machen, ne? Das ist sinnlos. Frauen haben immer recht. Ja, genau. Immer. Immer. So, die nächste Frage ist, wie wir das Verhalten der Jugend von heute und damals einschätzen. Boah, also ich finde, es ist heutzutage kein Vergleich zu damals. Also ich habe damals mit meinen Inlinern die Straßen unsicher gemacht oder im Sandkasten gebuddelt oder sonstiges. Heute, wenn man so im Fernsehen schaut, das sagt ja schon alles, was von damals noch übrig geblieben ist. Und demnach finde ich auch, ist das Verhalten von der Jugend heute anders. Da haben sie ja schon im Kindergarten fast ein iPad oder sonst irgendwas. Und also ich finde es scheiße, ganz ehrlich. Ja, also wie gesagt, ich kann die Meinung auch nur vertreten, vor allen Dingen sieht man halt, dass die Jugend von heute, also ich will jetzt niemandem zu nahe treten oder so, aber man sieht halt einfach, dass die Jugend von heute immer, Anführungszeichen, na, asozialer will ich jetzt vielleicht nicht sagen. Verzogener. Ja, genau, verzogener klingt vielleicht besser, weil, wie gesagt, wenn man dann von Typen oder Kindern oder wie auch immer Leuten, die oder Jugendlichen, die erst 12 oder 13 sind, einen so dermaßen beleidigen müssen, dass... Ich meine, es gab es zwar früher auch, aber nicht so krass wie jetzt. Aber wie gesagt, ich will jetzt auch niemandem zu nahe treten. Das ist halt meine eigene Meinung. Wir sind halt auch schon älter, vielleicht schon zu alt, um das zu beurteilen oder so. Weil wir gehen ja straff auf die 30 zu. Du, ich. Aber ich muss dazu noch sagen, also ich finde halt einfach, dass Jugend von heute sich gar nicht mehr artikulieren kann und außer, ja, die Ausdrücke, die sie dann cool finden, die bringen sie nur noch rüber und ein Gespräch zu führen oder sonst irgendwas, das kann man echt abhaken und das war damals definitiv besser und das kann ich mit meinen fast 30 schon wirklich behaupten, echt. Ja, komm, fast 30 übertreibt man nicht. Noch 3 Jahre. Ja, noch 3 Jahre, hat sie schon Zeit. Ja, dann die nächste Frage, die schließt sich eigentlich direkt aus der vorhergehenden und zwar, machen Killerspiele, also Shooter, Kinder aggressiv? Und ich muss dazu sagen, es ist leider so, weil das heutzutage teilweise viel zu ernst genommen wird, weil einfach früher ist man halt viel rausgegangen, also wenn ich mich an meine Jugend erinnere, wir waren, keine Ahnung, von früh bis abends einfach auf dem Fußballplatz und haben da gezockt und jetzt ist halt so, dass die Jugendlichen halt oder die Jüngeren einfach jeden Tag vor der Konsole sitzen und zocken, was sie eigentlich mit ihrem Alter vielleicht noch gar nicht so krass machen sollten. Und ich finde dann schon, dass es teilweise aggressiv macht, weil die sich dann halt gegenseitig irgendwo provozieren und immer die Besten sein wollen. Und deshalb finde ich, trifft die Aussage eigentlich ziemlich gut zu. Ja, finde ich auch. Ja, die nächste Frage ist, wann die Montage erscheinen wird. Und wie ich halt schon öfters gesagt habe, ich mache das mit einem Freund zusammen.
weil ich diesmal euch was wirklich Geiles präsentieren will. Und es braucht halt seine Zeit, weil er halt ja auch arbeiten muss und halt auch nicht immer Zeit hat. Deshalb wird es noch ein bisschen dauern, aber wir sind auf jeden Fall dran. Also ich denke, es wird nicht mal so lange dauern und ich hoffe, ihr habt noch so viel Geduld. Die nächste Frage wäre dann, unsere Lieblingsmusik, Kinofilm, Essen, Fernsehserie und da beziehungsweise Schauspieler. Ja, also Lieblingsmusik, muss ich sagen, höre ich eigentlich querbeet. Das muss mir einfach gefallen. Kinofilme. Ich komme so selten ins Kino. Ich bin meistens auf der Arbeit. Das ist schon ein Film genug. Essen. Ich bin eher so dieser fleischlose Esser, obwohl ich auch schon Fleisch esse. Fernsehserien. Ach, da könnte ich viel zu viele aufzählen, dass wir den Rahmen sprengen hier. Aber es sind meistens so Krimiserien oder halt welche, wo ich miträtseln kann. Und Star und Schauspieler, also musiktechnisch gefällt mir sehr gut Nicki Minaj, also ich finde die echt klasse, die Dame. Und Schauspieler, ja, da halte ich mich auch eher so in die weibliche Kategorie mit Katrin Hegel, zum Beispiel Die nackte Wahrheit, das ist einfach nur ein affengeiler Film, da lache ich mich jetzt nach dem 100. Mal immer noch weg. Und ja, wie sieht es bei dir aus, Blackie? Ja, erstmal zum Essen, also ich esse am liebsten Pizza und ich meine, das dürften viele von euch wahrscheinlich auch so sehen. Und ja, Kinofilm gucke ich halt oder habe ich gern geguckt, Herr der Ringe und Fast and Furious, sowas gucke ich halt wirklich gern. Fernsehserie habe ich eigentlich überhaupt keine Lieblingsserie, weil ich eigentlich, keine Ahnung, nur 1% Fernsehen gucke oder so. Also mir ist das alles zu doof, das Fernsehprogramm, da mich interessiert das nicht wirklich. Und meine Lieblingsstars bzw. Schauspieler, werdet zwar jetzt lachen, die sind zwar schon ein bisschen älter, aber das sind immer noch Terence Hill und Bud Spencer. Ich finde das einfach geil, wenn es da immer eins auf die 12 gibt. Wie gesagt, ich gucke das immer noch gerne an, obwohl ich wahrscheinlich jeden Film schon 50 Mal oder so gesehen habe. Und find, mitsprechen kann. Ja, ich finde es halt einfach nur geil. Und wie gesagt, da kann auch kommen, was will. Wenn da Film läuft von Terence Hill oder Bud Spencer irgendwas, dann wird auf jeden Fall geguckt. Ja, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Ich habe das als letzte Frage genommen, weil ich nicht weiß oder beziehungsweise wir nicht wissen, wie wir darauf antworten beziehungsweise reagieren sollen. Und zwar wird uns die Frage gestellt, wie steht ihr zur Religion? Seid ihr religiös? Und wir sollen jetzt nicht mit der Aussage kommen, dass wir an nichts glauben. Und ich fange da am besten mal an, weil ich echt nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Denn ich glaube wirklich an keinen Gott. Also ich bin nicht religiös aufgewachsen und habe halt überhaupt keinen Bezug dazu. Von daher, wie gesagt, ich nehme halt meine Zukunft selber in die Hand und ich habe mich auch noch nie mit dem Thema beschäftigt, deshalb, es tut mir leid, auch wenn ich es nicht antworten soll, aber ich glaube halt einfach nicht dran und deshalb interessiert es mich auch nicht. Also ich finde Religion, ich glaube auch nicht dran, obwohl wir auch nicht damit antworten sollten. Ich selber bin evangelisch erzogen worden, bin aber jetzt seit kurzem aus der Kirche ausgetreten. Hat mehrere Gründe, warum ich mich dagegen entschieden habe. Aber prinzipiell finde ich, dass Religion und auch religiös sein für mich eine Einstellungssache ist und dass auch der Mensch das einstellungstechnisch auch unterstützt, indem er in die Kirche geht, die Bibel von A bis Z liest oder sonst irgendwas. Also wie gesagt, diese Einstellung habe ich nicht und ja, also es ist schwer zu beantworten, aber wie gesagt, also ich wäre nicht ausgetreten aus der Kirche, wenn ich dran glauben würde und wenn ich auch einstellungstechnisch dahinter stehen würde. Also von daher religiös nein, Religion evangelisch, aber nicht dazugehörig auf gut Deutsch. Boah, das ist ja sehr ausführlich jetzt. Ich habe bloß auf Durchzug und Bahnhof gestellt, weil mich das jetzt gar nicht so interessiert hat. Aber Bahnhof und Abfahrt. Ja, genau. Eine Frage ist gerade noch reingekommen und zwar, ob ich GTA 5 mir kaufen werde. Ich werde es mir kaufen, aber erst wenn es für die Xbox One rauskommen sollte, weil ich für die 360 wahrscheinlich keine Spiele mehr kaufen werde, weil ich das Geld jetzt dafür investiert habe, um mir halt die Xbox One zu kaufen. Vielleicht kaufe ich es mir für die 360, wenn man das auf die Xbox One streamen kann. Und wenn das nicht gehen soll, dann wie gesagt halt nur, wenn es für die Xbox One rauskommt und ansonsten dann leider nicht. Ist GTA das Autospiel, wo du da fährst und Aufgaben erledigen musst? Ja, genau. Das, was du auch schon öfters gespielt hast. Also da mache ich euch einen Livestream. Das ist so noch eine Geduldsgrenze, die erreiche ich dann innerhalb von einer Stunde erst, dass der Controller fliegt. Ja, hat meine Freundin von der Weg immer oft gespielt, aber halt auf der PlayStation 3, die ich damals noch hatte, hat sie dann ihre Zeit damit verbracht, beziehungsweise ihre Freizeit damit verbracht. Und ich denke, die dürfte das dann auch sehr interessant finden. Wie gesagt, müssen wir mal gucken, für was es rauskommt. Vielleicht gebe ich auch die 360 meiner Freundin, klemm die an den Fernseher und dann kann sie halt dann GTA spielen, wenn ich halt Call of Duty oder Battlefield spiele. Das war es jetzt auch eigentlich schon wieder. Wie gesagt, wir hatten eigentlich richtig viel Spaß, würde ich mal sagen, oder? Ja, schon. Also, es zieht sich in Grenzen.
Was heißt denn Grenzen? Also nee, wir hatten wirklich viel Spaß. Wir haben übelst lang gebraucht, um überhaupt die erste Frage beantworten können, weil schon der Anfang haben wir eigentlich nur gelacht und mussten ständig neu aufnehmen. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen gefallen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Gebt einen Daumen hoch und vielleicht machen wir es dann auch noch einmal. Müssen wir mal sehen. Wie gesagt, uns hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Deshalb sagen wir beide jetzt, bleibt geschmeidig, locker flockig von der Hüfte. Und dann flutscht. Ja, euer Blacky und Sammy. Macht's gut.